Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pro ist Mamiki mit einem Shien Artifact Deck, also Samurai Artifact. Mhm. Ja, das wir kann man. Können, ja, wir können Dinge basteln. Tun. Ja. Uno. Due. Und dann jetzt erstmal den Bushido aktivieren. Mhm. Dich beschwören. Ein Veilaf drauf fressen. Nein. Oh, Alter. Dann ziehen wir mal zwei. Oh, freies plus eins, weil warum nicht? Die zweiten Rauchzeichen nehmen uns aber auf, würde ich sagen, abhängig davon, was wir als nächstes nachziehen. Ich würde mal sagen, Set 4, go. Set 3, die Suchkarte will ich jetzt nicht verlieren. Okay. Okay, dann zeig doch mal, was du mit zwei extra Deckkarten spielst. Depp oder irgendein beklopptes OTK-Deck? Was von beidem ist es? FDK-Deck meine ich. Mochi Burn. Hm? Das ist... Ein Magiermädchen, was kann das? Du kannst deiner Hand ein Magiermädchen von deinem Deck hinzufügen. Ja, ich glaube, das ist noch voll okay. Ja. Und halt der gleiche Moment, wenn sie. Gleiche Scheiß wieder, wenn sie als Ziel von Angriff oder Effekt gewählt wird. Über allen Magiermädchen. So, das war jetzt ein Apfelmagiermädchen. Irgendwie sieht das Bärenmagiermädchen voll süß aus. Ist ja auch ein Baby. Bären. Ist trotzdem ein Baby. Ein Schnuller. Ja. Senke können wir machen, bringt aber nichts. Wir könnten ihm damit das Mädchen über den Haufen schießen. Damit würden wir es als. Nee, damit würden wir es nicht als Ziel wählen, weil Morotic nicht zielt. Oh. Ja, gut. Ja. Geht auch. Dann setzen wir die mal. Und greifen nicht an. Nö, sehe ich gar nicht ein. Einfach go. Mhm. Target Moraltag echt nicht? Ich habe Ewigkeiten keine Artefakte mehr gespielt. Nein, Moraltag targetet nicht. Macht die Karte gut. So, das ist jetzt Apfel. Ja, das kann jetzt wirklich Sachen machen, wenn es angegriffen wird. Oder wenn der Kampf zerstört wird. Ah, dafür haben wir den Strike. Okay. Das denn? Das muss man sich echt verhindern, wow. Das, nee. Das sehe ich halt voll nicht ein, dass er das jetzt macht. Vereinigte Magier? Was kommt als nächstes? Wellenbewegungsdiffusion? Keine Ahnung. Ja, die Krönung. Wenn der jetzt noch eine Wellenbewegungsdiffusion auspacken würde. Nö. Lel. Das war sein jetzt Masterplan. Dafür schießen wir ihm das Ding über den Haufen. Das hier, meinst du? Nein, das andere. Ja, nee, die muss ja nur irgendwie zerstört werden. Ich hoffe, die ist nicht Sanctum und Strike abschießen. Du kannst bis zu drei andere... Im Friedhof. Magier in deinem Friedhof, genau. Nevermind. Ich wusste nämlich, die ist nicht ganz so OP. Und jetzt kommt eine Vanity. Dann würde ich ihn hassen. Wir hätten einfach erwarten können bis zu unserem Zug und dann... Ah ne, Quatsch. Die Sense geht ja nur in seinen... Die Artefakte gehen effektiv nur im Gegnerzug. Schade. Ja. Butz. Und weg. Und nicht getargetet. Maxi. Ja. So, was genau kann jetzt das Bärenmagiermädchen, wo uns angegriffen wird? Du kannst die Kampfposition dieser Karte ändern, falls du dies tust. Beschwöre ein Magiermädchen-Monster. Deck. Ah ja, das ist halt doch gut. Was kann man hier holen? Was kann der DDD-Typ? Der hier?
könnte den Effekt vom Magiermädchen ändern. Du zerstörst mal eine beliebige. Aber ich will es noch nicht machen irgendwie. Vor allem, weil wir hier das hier liegen haben. Ich bin jetzt auch gerade dafür, irgendwie langsam zu spielen. Oder wir latschen einfach rein und rennen dann damit Strike rein. Nee, lass mal langsam. Lass mal. Spiel mal langsam. Spielt der Gegner langsam, spielen wir auch langsam. Ne? Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, halt irgendwie dann volle Möhre in seine Backrow reinzulatschen. Muss halt nicht sein. Was kann das Ding denn jetzt? Das war doch die erste. Du kannst Bots auf die Hexer werfen, zieh eine Karte. Ja, das ist voll okay. Also zumindest, dass er das versucht. Wenn er dann wirklich was abschmeißt, können wir es ja immer noch striken. Wir können jetzt mal gucken, was er abschmeißt. Den Strike will ich darauf aber irgendwie auch nicht verwenden. Normale Magie mich nicht abgeschmissen mit einem komischen Skin. Wieso? Dann lassen wir ihn Vollgas minus 2 gehen. Wir denyen den Kato und zerstören ihm sein Magiermädchen. Ja, stimmt auch wieder. Wäre ich jetzt voll für. Wir müssen ihn ja langsam outgrinden. So nach und nach. Den können wir leider nicht rufen. Wobei doch, können wir. Ja, können wir. Dann machen wir das mal. Warte, was haben wir an Stufe 7 Synchros im Deck? Ja, das... Oder Moonlight. Oder Black Rose. Aber der wurde genormelt. Ja. Ich glaube, Clearwing ist am besten. Dann haben wir Nein zu Zauberfallenkarten und Nein zu Monsterkarten. Ja. Klingt nach einem Deal. Aber wir müssen dann erst den Shien holen. So, und dann mit Moraltak und dem Kagomusha kommt der Clearwing. Halt lauter 2500 auf dem Feld sind. So, Mirror Force ist es, kann er sich sonst wohin schieben. Wenn er das aktiviert, können wir ja Maxi abschmeißen. Was das Verdeck wohl liegt. Apfel. Das war klar. Replay-Angriff wiederholen? Ja. So würden wir gerne nochmal in das Bärenmagier-Mädchen reinlatschen. Weil ich glaube, jetzt wäre Moonlight doch besser gewesen. Nee, Quatsch. Nein. Jetzt liegt der Trigger nur auf Stufe 5 oder höher. So, und jetzt latschen mit dem Clearwing in das Apfelmagier. Nee, das targetet nicht. Ah, ich sehe es auch gerade. Aber er hat jetzt schon ein Apfelmagier-Mädchen raus, also zwei hat er noch. Nee, eins ist im Friedhof. Ja, meine ich, Entschuldigung, eins hat er nur jetzt noch. Ja, dann go. Ja, go. Wir hätten halt eins unserer Monster wahrscheinlich verloren und dafür hätten wir noch eine Karte gezogen. Ja. Aber ich glaube, das Sport ist stabiler, so wie es gerade aktuell liegt. Weil er halt nicht so viel machen kann. Außer das dritte Apfelmagier-Mädchen topdecken. Das Apfelmagier-Mädchen, okay. Gut, er kann jetzt reinrennen und dann sich drei Mädchen vom Friedhof holen. Oder lässt es bleiben. Wir würden gerne nicht in der Endphase was machen. Wir könnten uns einen zweiten Shien basteln. Oder ein Armades. Wir könnten uns auch einen Armades basteln. Ne? Der ist drin. Ja. Ja, doch. Weil Armada sagt so ein bisschen fick dich zu dem Alten. Ja gut, der Armada wird gestrikt werden. Wir können auf gut Glück die Zündung abschießen. Das ist mir egal, dass ich Updates brauche.
Er scheint irgendwas zu haben, was er anketten kann. Ja, wir können die Zündung schießen. Schuss! Oh, Spiegelkraft. Tor. Nein, nicht wirklich. wir können mal einen Failnord holen. Okay, aber es ist kein Strike, weil Strike hätte jetzt nicht kommen können. Oder Warnung. Mhm. Das heißt, es ist keine Konterfalle und alles, was keine Konterfalle ist, ist uns egal. Ja. Und Amades sagt einmal Putz! Und vor allem sagt er Nö! Ja. Einfach nein! Und nein, du kriegst auch keinen Friedhofseffekt. Nein! Einfach nö! Einfach der ultimative Mittelfinger. Nein. Nein. Nee, den aktiviere ich sicher nicht. Oh. Ja, gut, wir hätten Liefel im nächsten Zug gehabt. Der hätte nichts mehr machen können. Ja, im nächsten Zug hätten wir dann wirklich mit allem reingelatscht. Ja, aber dann hat er nichts mehr gehabt. Definitiv nichts mehr hatte. Er kann auch eine Normal Summon gehabt haben. Ja, okay. Aber das hätte es nur rausgezögert. Wir hatten Amades und wir hatten den ultimativen Schild für Amades. Eben. Deswegen meine ich, dass man nicht halt mit langsamen Spielen ganz, ganz gemütlich den Gegner kaputt machen. Richtig. Bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben zweimal Shien, dreimal Sense, Moraltak, zweimal Failnord, ein Achilles-Schild, zweimal Beagle-Tech, dreimal Kageki, zwei Maxi, dreimal Kagemusha, drei Geki, Rota, dreimal Rauchzeichen, Upstart, zweimal Zündung, ein Doppelzyklon, zweimal Bushido, dreimal Heiligtum, Bottomless, dreimal Call, zwei Strikes, eine Warnung, Extra Deck haben wir ein Clearwing, Black Rose und Black Rose Moonlight, zweimal Shien, Amades, Katastor, Samsara, Red Eyes Flare Metal, Tiras, Blaze, Volkasaurier, der neu gescannt wurde, Fragezeichen. Ach nee, das ist die Nicht-Platinum Rare. Die kann doch erst neulich raus, ne? Aber bisher war doch immer ein Glitzer. Und deswegen so doof zu scannen. Ich habe diesen Skin von Volkasaurier noch nie gesehen. Ich kenne nur den anderen. Ich auch. Aber anscheinend ist der jetzt auch raus. Hm. Vielleicht nur in Japan. Wie auch immer, zweimal Durandal und dann noch eine DDDD Tell. Erstmal, das Deck heißt Chiens 3 Artefakte. Ich sehe hier aber 5. Mal so am Rande. Egal. Aber wo wir gerade dabei sind, der Achilles-Schild ist so ziemlich der schlechteste aller Artefakte. Er schützt in dem Zug, in dem er kommt, die anderen Artefakte. Sich selber glaube ich nicht mal. Sowieso sind echt viel zu viele Artefakte drin. Okay, doch, sich selber auch, aber nicht wirklich toll. Ja, das sowieso sind viel zu viele Artefakte drin. Du willst sie halt nicht wirklich ziehen, du willst sie eigentlich eher nur halt als Target fürs Heiligtum haben und halt ein paar verschiedene, damit du flexibel bist. Also Moratak, weil er sein muss, die Sense, weil er ein Fick dich ist. Ja, das war's eigentlich auch schon. Beagle-Tech ist nicht toll, Failnord ist nicht toll, Achilles-Schild ist nicht toll. Eben. Dann macht Zündung natürlich auch keinen Sinn mehr, ne? Ist klar. Jo. Doppelzyklon, wenn du meinst, du brauchst den von mir aus. Kannst ihn als One-Off spielen. Aber auch das würde ich bleiben lassen. Dann der Shien. Kein Schimmer, weil ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Ich auch nicht. Ich. Ja. Der ist lustig. Und bringt doch der Starthand. Mhm, des Todes, weil du brauchst halt wirklich zwei Six Samurai, um den Spezial beschwören zu können. Ich meine, gut, er hilft dir auf eine 7er Xyz, auf die eine, die drin ist. Aber das bedeutet, dass du den Shien haben musst, dann den Kagemusha holen musst, Shien darauf und dann halt die Synchro machen kannst. Ja. Und die eine Xyz, die du halt wirklich als Option dir offen gehalten hast, ist aber der Flare Metal, der zwar sicher gut ist. Aber so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Na klar, mit Artefakten, 5er Xyz.
weil ich nicht zwei Durandal nehmen würde, aber ich würde ja auch weniger ja, mir eh geraten, weniger Artefakte zu spielen. Und dann langt ein Durandal auch wieder. Ja. Und dann hast du uns noch gebeten. Oh ne, das ist ein Samsara-Drache. Fast vergessen. Yeah. Der ist nicht so toll. Halt echt nett. Sieht geil aus, hat einen geilen Namen. Aber der Rest ist nicht so geil. Im Manga war das, glaube ich, ein Synchro-Empfänger. Das wäre lustig gewesen. Aber ist er halt nicht hier bei uns. Nee. Und dann ist uns doch gebeten, einen Kommentar zum Extra-Deck, zum Side-Deck abzugeben. Nicht als vollwertiges Side-Deck, sondern als Ideen fürs Side-Deck, wenn ich es richtig verstanden habe in der Mail. Moment, ich kann kurz gucken. Ja, Side-Decks sind Ideen. Das heißt, das ist nicht so in seiner Vollständigkeit als Side-Deck gedacht. Hat der überhaupt Tempel schon mal nicht so gut? Überhaupt ein Target? Kugelband. Kugel-Kuribo heißt er bei uns. Echt jetzt? Du hast hier überhaupt kein. Also für Ritualbeschwörung hast du schon mal kein Target. Und der andere Effekt, da gibt es bessere Varianten. Ja. Drone und Lockbird ist immer wieder lustig, ja, aber finde ich jetzt nicht so also, toll. Aber es ist hier gemessen, als die beiden, als die Karten, die wir bisher hatten. Der Cyclone ist großartig. Mhm. My Body as a Shield. Ist okayisch, aber finde ich jetzt nicht so toll. Aber wenn du die Alternativen vergleichst. So genau, weil verbergende Schwerter gespielt wird und nicht Raigeki. Dann törichte Heimkehr. Warum? Nein. An welchem Punkt? Was macht die besser als die Crow? Ja, oder Auswanderungsstopp. Oder Auswanderungsstopp. Aber ja, das ist definitiv nicht gut. Was haben wir noch? Aus heiterem Himmel. Interessant. Also die kann BA ziemlich auf den Piss gehen. Die kann Infernoid richtig auf den Sack gehen. Die kann aber das Timing missen. Ja, richtig. Weiter? Siegeswahrscheinlichkeit 0%. Nein. Weil das nämlich dann schon nicht mehr klappt, wenn der Gegner ein Fusionsmonster im Deck hat. Sprich den einen Norden. Ginge das? Wäre es was anderes. Du nimmst halt den einen Norden weg. Aber es klappt halt wirklich nur, wenn er zwei hat. Und so oft auf einen zu treffen, der Norden und das, Restrict hat. Und die Fusionsdecks, die aktiv fusionieren, die haben viel zu viel, als dass die das jucken würde. Ja. Und Fehlpolymerisation. Nein. Es sollte alle Fusionen sein, was ich gerade gar nicht wusste, wenn ich ehrlich bin, weil die Karte keine Sau spielt. Und es aktiviert sich auch, wenn die Fusionshunter nicht als Fusionsbeschwörung geholt werden, sondern nur irgendwie, aber das ist trotzdem bleiben. Dimensionsbarriere. Noch eine Karte, die ich nicht kenne. Die ist auch neu und die ist OP, aber die ist noch nicht raus. Ja, also lass mal noch bleiben. Oh ja, die ist lustig. Gnadenlos OP. Okay. Also die kann man spielen, aber bitte erst, wenn sie raus ist. Ja, die wird Staple Free of in so ziemlich allen Decks sein und 100 Euro pro Stück kosten, gefühlt. Kompromisslose Angriffe. Naja. Nein. Drachenfanggefäß, es gibt lustigere Side-Deck-Karten gegen Blue Eyes. Mhm. Dann Level Limit A. Gegen was denn bitte? Was versprichst du davon? Was versprichst du von der Karte? Ich weiß es auch nicht. Dann Auswanderungsstopp, also die haben wir vorhin sogar schon erwähnt, die Karte. Und dann hart feilschender Zombie. Gibt's denn nicht noch einen anderen, der jedes Mal eine Karte abschmeißt, wenn du Sachen machst? Ja, das war, ich glaube, der raubende Zombie hieß der, glaube ich. Ja. Nee, raubender Goblin. Ja, der ist schon lustiger. Aber nein. Einfach nein. Ja, einfach nein. Gut, dann kriegt das Deck so wie es ist 10 Punkte. Ja. Six Samurai Artifact. Warum nicht? Aber nicht so.
Das Side Deck, ja, also. Das Side Deck diesmal nicht in die Bewertung ein, weil das ja eine Frage war und das sowieso nicht als ernst gemeint so spielt, das Side Deck ist. Aber da gibt es beim besten Willen bessere Side Deck-Karten. Also sehr viel bessere. Eigentlich. Ja, wie gesagt. Ja. Ja. Es gibt deutlich besseres. Ja. Gamis jetzt. Kaltes Spiel. Oder wenn man sich doch. Oder wenn man sich entsprechend wappnen will und sagt, ich kann im extra Deck ein paar Plätze in Bären, Cherry und Winterblossom. Oder wie die Karte hieß. So in etwa hieß sie doch, ne? Ghost Reaper and Cherry Blossom. Ghost Reaper and Cherry Blossom. Auf Winterblossom? Ich kann mir nie merken, wie die Karte heißt, die jedenfalls. Fuyu Sakura, genau. Wenn du glaubst, ein paar extra Deckplätze entbehren zu können, kann man, wie gesagt, eine Fuyu Sakura einpacken. Das sind so typische Side-Deck-Karten. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, 10 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und das ist beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. I'm not going to be able to do that.